Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns jetzt das Video von Pepe den Frosch an. Nee, wir gucken uns jetzt das Video von Navex an, von Navex. Dieser Fortnite-YouTuber signalisiert Kinder und gehört gelöscht. In der Beschreibung steht dieser Fortnite-YouTuber gelöscht. Heute geht es um den Fortnite-YouTuber I'm Natis, beziehungsweise Natis, der ab und zu Fortnite-Videos mit C-Max gemacht hat, allerdings super fragwürdige Inhalte mit Kindern produziert. Viel Spaß beim X-Post. Gönnen wir uns, bin ich sehr gespannt, zumal ich weiß nicht, habe ich schon mal ein Kritikvideo zu Natis gemacht? Ich habe schon mal auf jeden Fall was gemacht, wo er mit dabei war. Können wir mal ganz kurz gucken. Kevin Natis. Habe ich Bored Ape Yacht? Nee. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch kein Video dazu gemacht. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber auf jeden Fall bin ich da sehr, sehr gespannt. Lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr, sehr freuen, weil das werden jetzt wahrscheinlich sehr starke Schmerzen werden. Und wenn ihr ein Abo da gelassen habt, dann könnt ihr hier die Statistiken beeinflussen. Ja, nur 35% sind Abos hier auf dem Kanal. Lasst gerne nachher noch ein Abo da. Das wäre halt geil. Und ich würde nun meinen, wir legen los. Gönnt euch einen Holy und der Link ist in der Beschreibung, ihr wisst Bescheid. Kommt, Freunde des sexuellen Fortnite und Minecraft Roleplays. Vor genau einer Woche haben wir ja über Iki geredet, einem Minecraft-YouTuber, der Kinder in seinen Videos sexualisiert und bei, sagen wir mal, schwierigen Situationen abbildet. Beim letzten Mal ging es dann um ein sehr ernstes Thema und viele haben sich wieder ein bisschen was zum Lachen gewünscht. Deswegen habe ich heute einen YouTube... Bisschen laut? Machen wir. Machen wir noch lauter. YouTuber rausgesucht, bei dem wir immerhin über die Dummheit lachen können. Auch der ist sexualisiert zwar auf irgendeine Form Minderjährige, zunächst durch seine Titel, aber er zieht auch ziemlich homophobes Zeug. So ein richtig. Oh, was? Vor 3 Jahren, ich bin Schwulprank an Freundin, geht komplett schief. Das ist. Ach, ja. Zeug so in Richtung Mertmatan Gay Prank ab oder macht sich über Krankheiten lustig. Lustigerweise versucht er auch in diesem Content diesen zu rechtfertigen und das ist zwar ziemlich traurig, aber auch irgendwie lustig mit anzusehen. Wir starten jetzt und lasst gerne auch ein Abo und ein Like da. Wir gehen Road to 30k. So, bevor wir jetzt mit dem ganzen Gossip anfangen, müssen wir aber erstmal klären, um wen es geht. Der Typ hat über 200.000 Abonnenten auf YouTube und macht größtenteils Fortnite-Content, hat aber auch ab und zu Minecraft-Videos hochgeladen. Der Name hat mir sogar irgendwas gesagt, aber für die, die es nicht wissen, es handelt sich um einen YouTuber namens I'm Natis. Der ist früher sehr schnell diese Ich-verarsche-Kiddie-Schiene gefahren. Krass aber. Ich erinnere mich noch, der hatte sogar eine Zeit lang echt sehr, sehr viele Aufrufe bekommen. Also daran erinnere ich mich. I'm Natis. 280.000, er hat sogar Abonnenten verloren, ne? Hier 280.000, in dem Screenshots gerade hat er ja 281.000 gehabt. Junge! Alter, nach 4 Tagen 770 Aufrufe. Das ist aber das Problem, wenn du dein Content 100% abhängig von dem Spiel machst. Und das war ja bei Fortnite bei ganz vielen Kanälen so. Also wenn ich jetzt mal das angucke, wenn ich jetzt mal Fraps, wenn ich jetzt mal Fraps angucke, er macht gar keinen Content mehr. Ja, aber auch, also da war es auch krass. Und auch aber verständlich. Unter Crunch Royale, auch mit Fortnite riesig geworden. Ich weiß nicht, ob der noch Content macht. Vor 2 Jahren macht auch keinen Content mehr. Ne, also die ganzen Fortnite-Kanäle, sind wirklich ein kompletter Einbruch geworden. Ja, C-Max macht seit 2 Monaten kein Content mehr. Also überlegt euch das mal, wie verrückt das ist, dass die ganzen Kanäle, die mit Fortnite so einen unfassbaren Hype hatten, wie die weggegangen sind. Geht es ein wenig lauter? Wollt ihr mich gerade verarschen? Was meint ihr jetzt? Erstmal, gut Job, Bro. Was schon ironisch ist, wenn man drüber nachdenkt, dass ein späterer Content. Ich muss die ganze Zeit leiser lauter machen, weil jeder was anderes schreibt. Das macht mich ein bisschen fertig hier gerade. Und darauf abgezielt hat, diese Kinder mit absolut fragwürdigen Titeln und Thumbnails auszubeuten. Aber, naja, gut, die Thumbnails sprechen schon für sich. Zwischendurch wollte er dann auf Kampfmann. Ihr seid so ekelhaft, ohne Scheiß. Ihr seid so ekelhaft. C-Max Eier. C-Max hat ihm die dann auch mehr oder weniger gegeben. Und naja, vieles geändert hat sich dann nicht. Es war halt trashiger Fortnite-Clickbait-Content. Das Ganze hat sich aber irgendwann dann doch geändert und er hat angefangen, sogenannte Roleplay-Videos hochzuladen. Ich würde sagen, wir gehen diese mathematisch durch, denn hier gibt es so in etwa 3 Kategorien von Roleplay, die der Typ meistens fährt. Einmal, und ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, ohne lachend in eine Leitplanke zu fahren, macht er sogenannte Lehrer zwingt Schüler zu Punkt, Punkt, Punkt. Naja, ihr wisst schon zu welchen Dingen. Also quasi immer so Schüler-Lehrer-Sex-Roleplay. Das macht er halt, vor allem, das ist euch überlegen, vor 3 Jahren hat er gemerkt, okay, das kam gut an, dann macht er 3 Jahre später nochmal so ein Video. In der Hoffnung, dass es wieder gut ankommt. Aber die Zuschauer werden auch immer älter und haben dann keinen Bock mehr drauf.
Und vor allem Fortnite ist mittlerweile einfach nur noch ausgebrannt. Roleplay in glaube ich zumindest. Fortnite. Dann gibt es noch die Videos, die den ein oder anderen Trend ganz intensiv melken wollen. Da kommt es dann zu peinlichen Titeln wie diese hier und noch zu anderen verwerflichen Dingen. Und zu guter Letzt das Highlight, die Diskriminierungsvideos, die aber natürlich alle nur Spaß sind. Natürlich, wer es glaubt. Zwischendurch gibt es dann noch ein bisschen anderen Fortnite-Content, aber das ist, wie ihr seht, so das Hauptding, was er so seit 3 Jahren macht. Gucken wir uns mal den richtig geilen Content an, den er macht. 9-jähriges Mädchen betrügt ihren Freund. Ja, ganz normale Themen in Fortnite-Roleplay-Videos für Kinder oder so. Wie sie ist dir fremdgegangen? Was soll denn das jetzt? Die ist 9 Jahre alt, das Mädchen. Dass sie dir schon fremdgegangen ist, was willst du mir damit sagen? Ich wusste auch nicht, dass sie so ein Mädchen ist, aber anscheinend ja schon. Deswegen habe ich halt Schluss gemacht. Das kann dir doch egal sein. Du willst mir sagen, das Mädchen hatte schon Charalara mit 9 Jahren oder was? Wer will's wählen? Wie kann das sein? Vor allem wie ein... Alter, wer muss dich verarschen, dass du dir den Content freiwillig reinziehst? Nimm's mir nicht übel, aber wer schaut sich die Scheiße bitte auf Ernst an? Also so wirklich, so in dem Sinne von, ich lass mich heute unterhalten, gönn mir heute mal ein Getränk, ein paar Chips und dann gucke ich mir meinen Lieblings-YouTuber I'm Natus an, wie er darüber redet, dass es nicht cool ist, dass eine 9-jährige fremd geht oder Mann einer 9-jährigen fremd geht und sie hatte schon was mit wem. Junge, also da muss es auch wirklich gehörig, da muss jemand gehörig einsitzen haben, um überhaupt auf den Gedanken zu kommen. Aaron, danke für den verschenkten Sub und Sven, auch danke für deinen Sub. Moin Moin an der Stelle. Ja. Es ist wirklich traurig. Weil das ist immer noch der Content, der vor 5 Jahren kritisiert wurde. Und der Content wird heute eigentlich immer noch gemacht. Und das ist noch trauriger. Noch sagt, das heißt, es wurde nicht mal dazugelernt. Glaube ich nicht. Natürlich, Digga. Du hast die Story doch gescriptet. Das ist dein Video. Du musst das glauben. Dir ist das eingefallen. Nun gut, weiter geht's aber mit der Primetime. Herr Daddy wird beim ... mit Schülerin erwischt. Wenn jetzt niemanden sagt, dann fasse ich euch nie wieder an. Ich bin nur auch eingefallen, Daddy zu sein. Und ich sagte... Alleine das Intro. Davon mal abgesehen klingen die Stimmen. Also erstmal war es jetzt gerade ab. Ich dachte, jetzt kommt wenigstens noch irgendwas, wo man sich so fremdschämt, dass man lachen muss. Aber das war so fremdschämerregend, dass ich nicht mal mehr lachen konnte. Und das ist besorgniserregend. Stimmen so, als würden die Kinder sogar von Minderjährigen gespielt werden. Der Typ ist Mitte 20, vielleicht 30 und spielt in seinen Videos einen Lehrer, der seine Schülerin wegbuttert. Und die Leute, die Videos mit ihm aufnehmen, klingen definitiv minderjährig. Herr Daddy zwingt Mädchen zu ... in Klammern für bessere Noten. Merken und ich gebe euch eine gute Note. Oh yeah. Guck mal, und das ist auch wieder so eine Sache, das hatte ich mir auch schon öfter gesagt. Stell dir mal vor, er ist ja ein Kanal, der hat 280.000 Abos. Der hat ja sogar mehr Abos als ich, auch wenn bei ihm jetzt der Kanal ist so gut wie tot ist. Aber pass auf, ihr müsst euch mal überlegen, wenn Leute fragen, oder wenn es darum geht, okay, yo, der ist YouTuber und hat eine gewisse Reichweite. Bei mir wird auch immer gefragt, yo, was machst du so für Videos? Und dann sage ich, okay, ich mache halt Meinungsvideos über gewisse Themen und so, ne, was YouTube angeht. Jetzt nichts brutal Verkehrtes, Schlimmes, aber ist jetzt auch nicht so, ne, das interessiert jetzt auch nicht jeden. Was antwortet der Typ? Was sagt der? Sagt er dann, ja, ich mache übrigens krassen Gameplay-Content und dann gibt er den Namen raus und sagt, ja, ich bin übrigens ein Natus, kannst du gerne mal vorbeischauen? So, weil ich sag halt auch, ja, ich bin Alpha Kevin und dann könnt ihr ja vorbeischauen, ist ja kein Problem. Aber was sagt er? Sagt er dann auch, dass er Natus ist? Und dann schauen die Erwachsenen vorbei und dann denken die so, okay, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben? Oder was ist eigentlich, wie muss ich mir so eine Konversation da vorstellen? Also ich hätte da so meine Probleme, ja, was das angeht, wenn ich über meinen Beruf reden würde. Ja, Baby, du bist ja die Älteste aus der Klasse. Du bist ja schon 21. Allein schon das Intro. Die Älteste ist 21. Also erstmal Props, dass die Älteste volljährig ist. Aber wisst ihr, wie das für mich klingt? Wie ein verzweifelter Versuch, sich zu retten. Weil er wusste, dass das Video früher oder später eben kritisiert wird. Bei dem Wort Schülerin denkt ja auch niemand an Volljährige. Deine Sprecherin klingt alle nicht volljährig. Du lädst ein Video hoch, wo eine 9-Jährige ihren Freund betrügt. Und das sind deine Geschichten. Das ist auf eine ganz andere Weise krank. Aber hey, alles fürs Geld, oder? Was für ein Deal wollen sie denn? Kann ihn gönnen, gucken Sie auf mich. Da ist doch bei Ihnen gar nichts, was Sie gönnen können. Sie sind doch erst 7 Jahre alt. Ein 7-Jähriger gönnt. Was zur Hölle? Der Junge ist 7 und der Typ denkt sich so eine Story aus und denkt, das ist eine gute Idee, das hochzuladen für seine Kinderzuschauer. Ich kann das alles nicht mehr. Manchmal mache ich sogar die schlechter, wenn die Mädels nichts drauf haben. Wenn du verstehst, was ich meine. Es ist so viel, es macht alles so viel schlimmer, dass der Typ sich auch noch zeigt. Das macht das ganze Video noch viel schlimmer. Weißt du, würde die Cam aus sein, dann würde ich wenigstens nicht sehen, wie der Typ versucht, gerade seine Stimme auf Krampf zu verstellen. Und also, ne, dann wäre es
so an und für sich cringe und scheiße, aber dass er sich zeigt, macht's einfach noch 100-mal schlimmer. Okay. Ja. Wir würden uns jetzt noch ewig bei dem Thema hier aufhängen, deswegen habe ich nochmal eine kleine Zusammenstellung gemacht mit meinen Lieblingstiteln von ihm, inklusive Thumbnails. Viel Spaß. Böser Lehrer zwingt Mädchen zu ... für bessere Noten auf Klassenfahrt. Ich erpresse Mädchen mit... Es hat 9000 Likes und 300 Dislikes. Hier hat er noch 280.000 Abos gehabt, Leute. Früher. Jetzt sind es 280.000. Nach dem Video ist... Wurde der Kanal in den Boden gestampft, aua. Nacktfoto. Siebenjähriger klärt die Mutter von Ex-Freundin. Lehrer zwingt meine Freundin zu ... auf Klassenfahrt. In Klammern, er nutzt seine Rechte aus. Böser Lehrer zwingt Mädchen zu ... In Klammern, schrecklich. Ich erwische Babysitterin mit meinem kleinen Bruder. Naja, ihr seht, wo das Ganze hinführt. Dass so ein Content nicht gesperrt wird, überrascht mich jedes Mal aufs Neue wieder. Aber interessant sind auch jedes Mal seine Videobeschreibungen. Ich lese euch die einfach mal vor. In diesem Fortnite-Live-Video von einem Natitz, Natitz TV, geht es darum, dass Midas Rex, Menace, oder so kann irgendwie ausgesprochen werden, der Season 5 Battle Pass Skin gegeneinander in der Arena kämpfen. Ich mache auch andere Videos, wie zum Beispiel Standardskill, Z-Max und andere deutsche Fortnite-YouTuber. Das ist immer ganz wichtig, noch die anderen YouTuber mit reinbringen. Junge, Kukum ist auch 1000 Bits raus. Ich danke dir vielmals. Ja, ich stopp kurz für dich, ja. Einfach um kurz diesen Schmerz zu verkraften. Aber for real, ich würde jetzt mal sagen, okay, ist von 2020. Das haben die damals, wurden teilweise die Beschreibungen komplett ausgenutzt. Über 5000 Buchstaben, nur mit Tags. Standard-Skill, iCryMax, alles mögliche wurde dann die Text geschrieben oder in die Beschreibung geschrieben, damit das Video besser angezeigt wurde. Das hat mich so, oh Junge, es war so nervig, weil oftmals auch mein Name mit in diese Beschreibung gepackt wurde und wenn man dann nach Alpha Kevin gesucht hat, kam auf einmal irgend so ein scheiß Fortnite-Video mit so einem Kack-Content, ne, weil die mich dort mit reingeschrieben haben. Das ist wirklich sehr traurig gewesen. Jo, ich weiß nicht, was heute los ist, ne. Ey, wirklich, Kukum ist gerade mit 1000 Bits und Mayuki gerade mit 5 Subs. Vielen, vielen lieben Dank. Ah, es ist ein sehr kranker Support heute. Ganz, ganz viel Liebe. Armer Olli. Du kennst mich. Ich bin unfassbar arm. Ist klar. Wer kennt sie nicht? Die guten alten Standard-Skill-Videos. Naja, gehen wir erstmal weiter zu dem nächsten Thema, den anderen kritischen Videos. Ich lese euch einfach mal einen Titel vor. Armer Penner verliebt sich in reiches Mädchen. Erstmal, nices Wording. Obdachlos als Penner zu bezeichnen. Ich einfach mal einen Titel vor. Armer Penner verliebt sich in reiches... Ja, du musst verstehen, die Zielgruppe ist 8 Jahre, wenn überhaupt. Also du siehst ja auch in diesen Videos, machen ja 7-Jährige, 8-Jährige, 9-Jährige mit. Das wird wahrscheinlich auch die Zielgruppe sein. Und die wissen nicht, was ein Obdachloser ist. Und mit Penner können die vielleicht sogar was anfangen. Weil der Sprachgebrauch bei den Eltern vielleicht ungefähr so auf diesem Niveau ist. Man weiß es ja nicht. Mädchen. Erstmal, nices Wording, Obdachloser als Penner zu bezeichnen. Und ich würde mal gerne vielleicht mit dir eine kleine Wasserflasche trinken bei Aldi. Und dann müssen wir wieder fahren zurückgeben. Dann können wir uns noch eine Wasserflasche kaufen. Aber auch sein Acting da. Er sagt ja quasi, yo, können wir auf ein Date gehen und uns da eine Wasserflasche kaufen. Aber den Pfand, den müssen wir zurückgeben, damit wir uns dann noch was zu essen kaufen können. Weil ich bin ja ein armer Penner. Was ein Clown, Digga. Naja, auf jeden Fall jemand, der seine Privilegien nicht verdient hat oder eben nicht wertschätzt. Das mit dem Wort Penner ist, by the way, kein einmal. Ding. Das kam öfter vor. Wenn ich schon denke, das ist schlimm. Ja, aber was erwartest du? Was erwartest du denn von so einem Fortnite-Kanal, dass der auf sein Vokabular achtet? Junge, vor allem bei den Titeln, die wir jetzt schon gelesen haben, da ist das Wort Penner ja noch ganz entspannt wahrscheinlich. Jetzt gehen wir mal zum größten Broken-Video von ihm. Der mit wirklich Matt Matan Gay-Prank-Vibes. Für alle, die nicht wissen, was gemeint ist, ein größerer YouTuber namens Matt Matan hat ganz, ganz früher, schon jahrelang her, ein Video hochgeladen, wo er seinen Eltern gebeichtet hat, dass er schwul sei und einen Freund hat. Und dafür wurde dann von seinen Eltern geschlagen. Das war ein richtig lustiger Prank. Ja, Krit, danke auch für deine 5 verschenkten Subs hier. Gib dir gerade Kraft in dieser schwierigen Zeit. Ja, das war auch so dämlich gewesen, der Prank. Oh, ich bin so, ey, wirklich war so glücklich, als er dafür die Quittung bekommen hat. Ne, der wurde ja richtig krass kritisiert dafür. Ich weiß. Am Ende meinte er dann noch, das wäre ein Prank gewesen. Erstmal ein guter Prank, Bro. Naja, jedenfalls jetzt... Da war nichts geprankt oder... Also sorry, aber wenn die Reaction hier geprankt war, dann weiß ich auch nicht. Zu dem Video von Natis. Ich bin schwul, Prank an Freundin geht komplett schief und sie hat Schluss gemacht. Ich schaue in den Spiegel, ich sehe aus wie andere Mensch. Freunde, was passiert mit meinem Kopf? Ich will heute meine Freundin pranken, dass ich angeblich so, dass ich mich nicht wie ein, dass ich mich wie eine Frau fühle und dass ich dann halt angeblich, nichts mit ihr zu tun haben will, dass ich mich halt in das andere Geschlecht verliebt habe, also dass ich Männer liebe und dass ich mich wie eine Frau fühle. Also er sagt, er ist schwul, also Mann liebt Mann. Sagt dann im Video, dass er sich wie eine Frau fühlt. Deswegen geschminkt
Kind hat und aufs andere Geschlecht steht. Also auf einen Mann. Hä? Hier wird einfach mit Klischees um sich geworfen. Ja, die schwulen Männer, die schminken sich alle und fühlen sich dann wie eine Frau. Digga, was geht denn bei dir? Es wird aber noch besser. Der Clown rechtfertigt sich in der ersten Minute für das Video und sagt, er will niemanden diskriminieren und hat sich für das Video nur so geschminkt, um es überspitzt darzustellen. Es soll ihn ja bitte, bitte niemand haten. Das hat nichts damit zu tun, dass ich, Oh, warte, ich weiß gerade nicht, von wann das Video ist. I'm Natus. Gay Prank. Vor 4 Jahren. Ich bin schwul Prank an Freundin. Oh, es tut so weh, ernsthaft. Tja, die haben auch einen Ich bin schwul Prank an großen Bruder gemacht. Naja. Irgendwie Schwule diskriminieren will oder so, absolut gar nicht. Ich habe einfach jetzt mich hier angemalt und so weiter, damit ich das Ganze ein bisschen weiter übertreibe. Also deswegen, keiner soll hier irgendeinen Kommentar schreiben, wie zum Beispiel dies, das, Ananas. Aber Bro, du hast doch diskriminiert. Du kannst doch nicht diskriminieren und beleidigende Stereotypen mit anderen vermixen, dich über eine komplette Bewegung lustig machen und dann sagen, ey, das ist aber nur ein Witz, bitte hatet mein Video jetzt nicht. Zumal du und deine Idioten da im Video durchgehend abfällige und beleidigende Bemerkungen in die Richtung droppen. Junge, wie siehst du denn aus, ekelhafter? Sei ehrlich, ich bin klar. Nix Chiquita, ich nicht stehe auf dich. Und wenn man die Kommentare liest, sieht man ja auch, was du für Leute mit solchem Content anziehst. Hallo, Bruder, nicht böse gemeint. Das ist verboten, sowas zu machen. Es ist Lippenstift, Bru. Boah, du siehst eklig aus. Entspann dich, Bro. Ja, Bro, bitte entspann dich. Ich bin alles, aber nicht schwul. Du musst nicht ausrasten. Ich stehe doch nicht auf Typen. Digga, das kannst du dir halt echt nicht ausdenken, was er für Videos macht. Lustigerweise hat Natus ähnlich wie Icky diese Tinder in Fortnite bzw. Minecraft-Reihe. Das nur mal so nebenbei angemerkt. So, ich hoffe, ihr habt Spaß. Jetzt kommen wir zu den dümmsten Titeln, so nach dem Motto, den Trend nehme ich eben mal mit, weil... Hallo, ich mag Monet. Junge, ich dachte ja ganz kurz, immer wenn das kommt, denke ich, das ist so ein Alert bei mir. Gehe niemals um 3 Uhr nachts in den OG-Skins, weil ich gab 5 Namers eine Stunde Zeit, um eine Villa zu bauen. Meine Freundin betrügt mich mit Ferrari Buga... Warte, was? Ich brauche eure Hilfe. Und ja, die brauchst du definitiv. Aber jetzt mal kurz Spaß beiseite. All diese Videos sind offensichtlich da... Ich glaube, er braucht Hilfe von anderen Personen. Ich glaube, wir sind falsch dabei. Auch seine Zuschauer sind falsch dabei. Er braucht ganz andere Hilfe, wenn man so die Videotitel anschaut. Um die Cashcow noch Karotti, mal ordentlich danke zu schön melden. Für den Sub. Der 3 Uhr nachts Fortnite OG-Skins Fall? Der... Was? Und 5 Namers haben eine Stunde Zeit, um eine Villa zu bauen? Fragt man nur, wie viele I'm Natus man bräuchte, um eine Glühbirne auszutauschen. Naja, anyway. Ich würde sagen, wir gehen zum dritten Teil. Nämlich den lustig machen über so generell alles. Vor allem die Themen, bei denen man am besten seine Schnauze halten soll. Aber hey. Moneten! Meine Mutter stirbt an Krebs, in Klammern sehr traurig. Ja, Natus, was ein tolles Roleplay. Zu suggerieren, deine Mutter stirbt an einer Krankheit, die jährlich unzählige Familien um ihre Angehörigen bringt. Ja, das klingt richtig, richtig cool. Oder auch ich sterbe... Aber hey, hallo. Er hat doch da geschrieben, Info. Fortnite Roleplay oder hier nur ein Roleplay. Okay, das hat er hier nicht geschrieben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ja, vor allem vor 2 Jahren, das ist noch nicht mal so extrem lang her. Wegen Corona. Klar, Corona nehmen wir auch noch mit. Warum eigentlich nicht? Dass du dich nicht schämst, Digga. Wisst ihr, was anscheinend genauso lustig ist wie diese Krankheiten? Genau, häusliche Gewalt. Auch das findet man auf seinem, ich kann es nicht netter ausdrücken, Kanal. Der böse Stiefvater erschlägt uns und unsere Mutter. Kurz mal das Trauma von Zuschauern wieder hochholen. Ja, ey, ist nur Fortnite RP, ne? Checkst du eigentlich was? Nur weil das RP ist, hast du nicht einen gottverdammten Freifahrtschein für jedes Thema. Schon gar nicht bei Content zielgerichtet an Kinder. Und dass du nicht aufklären willst, sondern nur irgendwie die Klicks mitnehmen willst, ist ja offensichtlich. Egal, wir gehen... Aber jetzt zieht's nicht mehr, ne? Das Ding ist mittlerweile out, wenn ich mir das hier angucke. Das ist schon krass. Muckel, dankeschön, auch für die 100 Bits. Aber es ist schon heftig, wenn man es mal so sieht. Er macht trotzdem noch jeden Tag hier Videos. Alter, 300 Aufrufe, ey. 600 Aufrufe, 700, 500. Junge, wie tot ist Fortnite bitte? Also ich meine, wir brauchen uns nicht wundern, dass der Content halt abkackt, wenn die Videos halt so sind, wie sie waren. Ne? Also das, was wir gerade so mitbekommen. Aber das ist ja brutal, wie das sie nachgelassen hat. Egal, wir gehen weiter. Natürlich überlegst du aufzuhören, weil bei dir nicht mehr läuft, weil sich keiner für dich als Person interessiert, weil du mit so einem Content nur deine Views farmst. Und wenn du so eine Masche immer weiterfahren willst, empfehle ich dir dieses Video hier von dir als Challenge in jeden deiner Videos einzubauen. Dann kann man sich die auch mal geben. Aber auch deine Kanalbeschreibung, die macht's eben nicht besser. All meine Videos dienen zur Unterhaltung und soll niemanden diskriminieren und sonst... Ja, das Ding ist, das kann ich jetzt nicht ernst nehmen, weil diskriminieren falsch geschrieben ist. Alles, was ich sage und mache, dient dazu zu unterhalten. Ja, schiebt er das halt sonst wohin? Du kannst nicht, ja, ich will niemanden diskriminieren sagen und tust es dann in deinen Videos. Ob das Spaß ist oder nicht. Ja. Gut, man muss, also positiv zu sehen ist, dass die Kritik jetzt gerichtet ist an ein Video, was glücklicherweise schon ein bisschen länger her ist. Ja, dann könnte man vielleicht sagen, okay, er macht das jetzt nicht mehr. Aber, Junge, die Videos sind ja trotzdem noch absolut bodenlos, oder?
Warte, I'm Natus. Hier, Mädchen mit ChatGPT-Anmachsprüchen klären. Verbotene Liebe, Lehrer und Schülerin. Er macht ja immer noch dieses Zeug. So, also, das ist schon sehr, sehr schmerzhaft. Ich muss ins Kinderheim. Junge, was ist denn das? Wollen wetten, das ist wieder bodenlos und nutzt wieder Klischees. Ja, tut einfach weh. Bei Maxify läuft das noch. Ja, aber Maxify liegt halt aber auch daran, dass er Maxify ist, ne? Also, warte, Maxify Games bestimmt hier. Ja, weil es halt einfach auch Maxify ist. Bei Fortnite. Ja, hier Fortnite. Gut, 45.000, okay. Aber auch nicht mehr. Also der war auch mal größer, also der so für Fortnite. Wobei das hier ist schon wieder ganz schön viel. 119.000, 51.000, 93.000. Für Fortnite immerhin. Boah, hier gut, hier ging es noch ein bisschen mehr ab vor 2 Monaten. Krass. Junge, Ivy haut 10 Subs raus. Vielen lieben Dank. Ey, ich weiß gar nicht, was heute wieder los ist, aber ihr übertreibt ja komplett. Ja. Ganz, ganz die Liebe. Sehr, sehr, sehr sick, ehrlich. Nicht, dass es scheiße. Ja, aber muss, also an der Stelle, Maxi hat nochmal ein ganz anderes Standing als ein Natus. So, bei dem war die Connection in C-Max. Maxi hat ein hohes Standing ohnehin. Auch mit Persönlichkeit, würde ich sagen. Und ja, auch die Connections sind komplett anders. Da hast du nochmal ganz andere Kaliber. Was ist egal, das hast du nicht zu entscheiden, zumal du deinen ganzen Kanal auf sowas aufbaust. Sei es die schwulen Thematik, die abfälligen Sätze über Transgender nehmen wieder, oder die ganzen anderen problematischen Videos inklusive sexueller Inhalte, potenziell mit Minderjährigen. Du sagst in deinem Video, Lehrer entführt und schwängert eine Schülerin, dass du ein ganz großes Herz für Menschen hast. Aber wie kannst du dann so ein Content mit deinem Gewissen vereinbaren? Oder wäscht dich dein Gewissen mit jeder Google AdSense-Auszahlung einfach wieder sauber? Oder auch sowas, ein Kamel mit photoshoppten Frauenszenen. Das kommt gar nicht im Video vor, dass sich deine Butter einfach wieder sauber. Oder auch sowas, versuch nicht zu lachen. Kamel mit photoshoppten Frauenszenen. Das kommt gar nicht im Video vor. Das hat sich deine Butterbeener Thumbnail ausgedacht. Was soll sowas? Das Schlimmste daran ist, so oft wie du dich auf Krampf rechtfertigen willst in deinen Videos, glaube ich, du weißt genau, was du für eine Scheiße machst. Dir ist es nur einfach egal, weil... Ja, klar weiß der, was du für eine Scheiße machst. Das macht er ja offensichtlich seit vielen Jahren. Damals war er erfolgreich, heute halt nicht mehr. Aber es ist doch... Also, nach so vielen Jahren weiß man, was man tut. Vielleicht braucht es manchmal so 1-2 Jahre, bis man mal realisiert, dass das, was man gemacht hat, vielleicht nicht so gut ist. Vielleicht dauert das auch mal 3 Jahre. Aber Junge, also nach 5-6 Jahren solltest du schon mal checken, ab wann es vielleicht mal gut ist. Naja. Moneten! Hoffen wir mal nur, dass sich das irgendwann bessert. Nun gut, so viel zu dem Typen. Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich riesig interessieren. Joint mir im Discord und lasst ein Abo da. Wir haben bald die 30.000 und euch noch einen schönen Tag. Ciao. Okay, ja, ein sehr gutes Video, hat nochmal so ein bisschen zusammengefasst, für was der Kanal steht und was, wie er groß geworden ist. Ja, also sehr, für mich persönlich ein sehr lächerlicher Kanal und eigentlich auch sehr traurig, dass man mit so einem Content da so, ja, keine Ahnung, so die Zuschauer anbringt. Das ist halt einfach für mich das Schmutz-Content, aber junge Leute haben es vielleicht gefeiert, keine Ahnung. Ich persönlich kann da nichts Positives rausnehmen, was das angeht. Ne? Ivy, danke dir nochmal für die 100 Bits. Endlich wieder Streams. Ja, ey, Gott sei Dank, geht's wieder los hier. Ja. Bist einfach der beste Meinungsblogger. Fast, ja, fast. Wollen es noch nicht übertreiben. Dieses Video ist auch wirklich gut, aber wir machen wirklich gute Videos. Sehr erfrischend, muss ich sagen. Und erinnert mich wirklich an die Zeit von früher, nur halt mit einer besseren Qualität als das, was wir damals hatten. Ne? Aber gut, ja, ich hatte damals mit Sony Vegas diese Gameplays im Hintergrund. Ja, aber auch sehr aufwendig, gar keine Frage, aber ich denke, das hier ist noch ein bisschen mehr. Ne, man muss noch ein bisschen da mit der Zeit gehen. Auf jeden Fall gutes Video, Leute, der Link ist unten in der Beschreibung. Dann kommt ihr zum Video von Navex. Ne? Und ja, Thema war sehr, sehr heftig, gut aufbereitet. Der Algorithmus-Kommentar, Dankeschön, Macher, du bist es auf jeden Fall. Der Algorithmus-Kommentar ist lächerlich. Nee, wenn ihr jetzt lächerlich reinschreibt, dann denken alle, dass mein Video lächerlich war. Doch, schreibt lächerlich rein. Ihr werdet es schon verstehen. Wenn die Leute, die bis zum Schluss geguckt haben, die werden verstehen, dass lächerlich ja eigentlich bezogen ist auf diesen I'm Natus-Typ und wie er damit groß geworden ist. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Lasst auch gerne ein Like da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wie heißt es so schön? Stechen ans Wänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao, ciao.